Jo Leute, willkommen zum dritten Part der letzten Kampagne von Left 4 Dead 2 mit Albert natürlich. Wie immer. Heile mich kurz, nimm das Teil auf und dann geht's natürlich sofort weiter. Ach. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ich mag meine Sniper. Ich wechsle aber sie, denke ich, das nächste Waffe, die ich finde, wechsle ich sie aus. Da ich irgendwie nicht mehr richtig zielen kann. In alten Clips auf jeden Fall besser geklappt. Deswegen werde ich mir einfach eine andere Waffe besorgen. Ja, AK-47 oder was auch immer. Bam. Okay, der hat jetzt eindeutig hat jetzt getroffen. Ich verbrauche wieder mal zu viel Munition mit der Waffe. Mit der Waffe sehr Munition sparen, umgehen kann. Da ja jeder Schuss ein Kill ist für einen normalen Zombie. Und die besonderen auch nicht. Die besonderen Zombies auch nicht besonders viele Headshots aushalten. Mit der Waffe, okay, ich. Smoker. Der Dads. Albert, Jockey getötet. Jetzt in dem Part läuft's auf einmal. In dem Part davor, in jedem Part davor, ich schieß auf die Zombies, ich gebe mir Mühe, ich versuche ihn besser zu treffen als alle anderen und zack, der andere kriegt den Kill. Niemals ich, niemals. Mini-Uzi oder Schrotflinte? Was für eine Schrotflinte? Ah, Mini-Uzi. Es ist doch eine Mini-Uzi, glaube ich mal. Oder ich glaube, vielleicht spiele ich auch eine Runde mit meinem Schlag. Okay, ich spiele eine Runde nicht mit meinem Schlagstock, sondern ich spiele eine Runde mit der Waffe hier. Ist das hier nur ein Munitionsvorrat oder wie sieht's aus? Geht's ja auch irgendwo weiter? Und wenn ich mir nicht den Weg versperren würde, dann würde ich auch irgendwie was ausleuchten können. So, gehen wir mal draußen rum. Hier, schön, da kann ich gleich hier runterspringen. Ah, ich finde die Zombies irgendwie putzig. Die können irgendwie nichts. Das ist so, die sind so lustig irgendwie hier drin. Es noch schwabbelt und wabbelt. Ich helfe dir auch nicht. Der Dads. War das gerade eine Witch? Nein, war keine Witch. In dem Part sind auch recht wenig Witches vorhanden, finde ich. Eine Machete. 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 Die typische Zombie-Töterwaffe. Eine Machete. Lädst du mal nach? Dankeschön. Natürlich. Wow, das ist übel. Ich glaube, ich nehme die Medikamente und pack mir den Adrenalinschuss. Ich mag den Adrenalinschuss. Kann man das hier irgendwie aufmachen? Nein. Dann muss ich schauen, wie ich. Wo es denn hier weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Wie man vielleicht auch in meinem Gameplay sieht, dass ich einfach null Plan habe, wo ich hinlaufe. Einfach nur random in die Gegend rumlaufe. Die Gebiete sind ja meistens recht linear und man kann sich denken, wohin man muss. Okay. Ich werde die Kettensäge hier leer machen. Es verdient diese Kettensäge einfach benutzt zu werden. Also geht's hier hoch. Bzzz. Eine Rohrbombe. Nehmen wir lieber eine Rohrbombe mit. Ich mag Rohrbomben viel lieber als Molotow-Cocktails. Guck, wie langsam die Leiter runter, statt um runterzuspringen. Charger! Bzzz. Natürlich ist die Kettensäge etwas overpowered, aber da sie irgendwie alles innerhalb von Sekunden niederschnetzelt oder wirklich Milliarden von Zombies in wenigen Augenblicken töten kannst.
Aber es ist auch gut so. Man wirft am besten erstmal hier die Dinge hin, dann schießt man das Teil an, es rennt auf mich zu, es wird. Die Raumbombe explodiert zum späten falschen Zeitpunkt, die Witch interessiert es nicht, dass die Raumbombe explodiert und die Witch tötet einen. Oh mein Gott, ich hab's da hinbekommen. Obwohl ich nicht irgendwie mit der Raumbombe. Deshalb mit der Raumbombe war jetzt ein bisschen fail, also mein Plan war eigentlich, die Witch etwas später anzuschießen. Aber da ich das nicht mehr so gut timen kann, weil ich das Spiel sehr lange nicht mehr gespielt habe. Sehr lange, ein Monat, das ist für mich sehr lange. Ja, das ist schon fast die halbe Welt. Konnte ich es nicht abtimen. Also. Granatwerfer und meine Kettensäge natürlich. Wer hat dann am Schluss am meisten Nahkampfkills? Wer hat denn die meisten Nahkampfkills? Soll ich die Granatwerfer behalten? Ich nehme lieber das Teil hier. Aber ich mache den Ding natürlich leer. Ging es eigentlich weiter? Rechts oder links? Ja, da ging es weiter. Wo war der Hunter? Ist sein Deck gesprungen? Ich laufe wieder wirres Zeug daher. Aber ich hatte es gewundert. Ich wusste nicht, wo der Hunter wäre. Ich dachte, der wäre aus dem Loch rausgesprungen. Aus Gründen, die nur er kennt. Ich kann ja nicht durch das Gitter sägen. Wäre natürlich unrealistisch. Obwohl Realismus in diesem Spiel wirklich auch nicht besonders hoch gehalten wird. Ach, da unten ist ein Schutzraum. Back. Ich glaube, ich gehe einfach mal vor, denn was mir auch entgegenkommt, ich habe eine Sniper, ich habe eine Kettensäge, also. Oh, jetzt kommt echt Zombie-Feeling auf, finde ich. Da mein Lichtkegel nicht besonders groß ist und auch nicht angenehm. Ich behalte trotzdem die Kettensäge, die entdeckt noch mehr von meinem Bildschirm, dass ich noch weniger sehe. Hier geht's wieder raus. Ich werde einfach mal reinhalten. Sonst werden schon reinspringen. Okay, mein Ding ist leer. Die Kettensäge ist leer. Ihn runter, nimmt ihn runter, holt ihn bitte einfach runter. Genau, dankeschön. Eigentlich dachte ich, ich komme jetzt zum Safe House, aber anscheinend auch nicht. Weil ich doch nur eine Verarsche. Mir ist egal, ob sie kommen, du scheiß Ding, stirbst jetzt. Geh aus dem Schleim raus, geh doch aus dem Schleim raus, ihr Deppen. Ich bin. Kommt noch mehr von da unten hochgekrochen? Nein. Ah, da kommt was Schönes. Ich wusste es doch, dass irgendwo ein. Ich habe gesehen, dass da irgendwo ein Ding weggeflogen ist. Ein Auto. Und Autos wegschießen können nur diese fetten Drecksviecher. Dass ich auf mich gehen muss. Dummer Tank. 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 Und wer dem Tank am meisten Schaden gemacht? Du bestimmt nicht. Ich heile mich selber. Shell wird sich schon selbst heilen können, wenn irgendwas ist. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel Munition auf den Tank verschossen. Ich bin stolz darauf. Da wir jetzt hoffentlich eh zu einem Safehouse kommen. Ja. Da oben ist ein Safehouse. Toll. Das hilft uns da oben wirklich sehr viel. Ich leite. Ah, da ist eine Leiter. Ah, okay. Das würde ich dann nur ohne meine KIs machen. Mit ihren dämlichen Ansagen. Ich nehme mal was zum Heilen. Ich bin der wichtigste von den Charakteren. Ich brauche was zum Heilen. Nehmen wir einfach mal die Spaß 12. Oder Spaß. Ja, 12, glaube ich. Und wir werden hier erstmal aufräumen. The Dads. Okay, erstmal nachladen.
Ich weiß auch nicht. Ich nehme immer wieder diese Schrotflinte, obwohl ich sie eigentlich gar nicht mag. Oh, was mich da jedes Mal reitet. Machete. Okay, wir befinden uns auf dem Friedhof. Ein bisschen unlogisch, dass Zombies hier sind, weil ich meine, Leichen wären doch nicht zu Zombies, oder? Ich will jetzt nicht über Zombies philosophieren, aber ich meine, Zombies wären doch nur Menschen, die damit infiziert sind. Die sind zwar anscheinend tot, aber sie haben davor gelebt. Aber ich glaube weniger, dass verrottete Leichen sich dann anfangen zu bewegen. Weil bei aller Liebe, das kann ich mir einfach, das ist aus Realismusgründen funktioniert das einfach nicht. Ja. Vielleicht fühlen sie sich ja zu Hause oder so. Aber da das Spiel es eh niemals aufklären wird, da das Spiel keine Story hat, kann ich hier rumphilosophieren und mir Sachen ausdenken, weil eh niemand was dagegen beweisen kann. Hau mal einfach ein Ding rein, einen Schuss rein. Alles sieht hässlich aus, aber bewegt sich. Ich bewege mich ein bisschen schneller. Ich finde es toll. Oh, der Sound ist seltsam. Jockey, Smoker und Jockey. Und Charger. Hier voll daneben, Charge, das fette Viech. Ich würde eh gerade, ist mir aufgefallen, wie dünn das andere Ärmchen ist. Das ist voll süß, das Viech. Wie fett und unförmig sein Kopf ist. Und wie fett und unförmig diese eine Hand ist. Und wie klein und abgemagert. Oder ist die Hand normal? Nein, das ist nicht, doch nicht, das ist doch nicht normal. Also ich finde es süß. Hier geht's auch wieder raus. Aus. Dem Friedhof. Oder ich bin einmal im Kreis gelaufen, man weiß es nicht. Ich werde es gleich mitbekommen. Wenn es jetzt irgendwie hier weitergeht, dann werde ich nicht sicher nicht im Kreis gelaufen. Ja, es geht weiter. Also bin ich nicht im Kreis gelaufen. Da ist auch das Safe House. Okay, ich wurde angeschissen. Drückt mir das Zeug von mir runter. Okay, tötet den Boomer. Geh weg von ihm. Ja, kommt rein. Kommt schnell hier rein. Kommt doch hier rein. Ihr bleibt draußen. Zombies müssen draußen bleiben. Ich habe die meisten Infizierte getötet, Standard. Dem Tank am meisten Schaden gemacht. Ich habe hier auch irgendwie 4 oder 5 Magazine in diesen Tank reingebrettert. Der Witch am meisten Schaden zugefügt. Ja, aber die anderen haben auch ordentlich Schaden gemacht, muss man schon sagen. Ohne sie wäre ich sicher gestorben. Und mit Meister Nahkampfkill wundert ja keiner, da ich hatte sehr lange mit der Kettensäge und dann auch ein bisschen mit der Machete gespielt habe. Ja, man sieht sich im nächsten Part. Haut rein, Leute. Ciao.